Moin Moin, liebe 6a. Wenn ihr mit der ersten Aufgabe fertig seid, also mit diesen beiden Kreisen und den vier Abbildungen, dann dürft ihr euch noch ein wenig mit GeoGebra beschäftigen. Den Link dazu habe ich euch bei Schulkomsi hin reingestellt. Und wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr auf dieser Benutzeroberfläche. Mit GeoGebra kann man rechnen, man kann auch mit Tabellen arbeiten. Wir wollen aber zeichnen und konstruieren. Deswegen klicken wir als allererstes mal hier auf dieses Symbol mit Dreieck und Kreis. Und da kommen viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Vieles haben wir auch gar nicht gemacht, kennen wir gar nicht. Aber es fehlt auch einiges, was wir brauchen. Deswegen klicken wir als allererstes hier unten mal auf Mehr. Und dann kommt wirklich alles, was wir brauchen. Unter anderem hier unter der Überschrift Transformationen kommen unsere vier Abbildungen. Hier, Spiegel an Gerade, also eine Achsenspiegelung. Spiegel an Punkt ist eine Punktspiegelung. Verschiebe um Vektor ist eine Verschiebung, ne, um einen Verschiebungspfeil, den man eben auch Vektor nennen kann. Und Drehung um einen Punkt ist unsere Drehung. Dann gibt es noch zwei andere, Spiegelung am Kreis und zentrische Streckung, die haben wir bis jetzt nicht gemacht. Gut, was jetzt noch stört, ist hier vielleicht dieses Koordinatensystem und auch diese Kästchen. Wir wollen ja eigentlich eine weiße Fläche haben, also können wir hier auf das Zahnrad klicken, rechts oben. Ich glaube, das seht ihr gar nicht, weil mein Ausschnitt, der Bildausschnitt zu klein ist, aber da ist ein Zahnrad, wenn man da draufklickt, kann man bei Achsenanzeigen das Häkchen wegnehmen, schon sind die Achsen weg. Dann nochmal aufs Zahnrad klicken und Koordinatengitter anzeigen und dann wählen wir aus kein Gitter. Und schon haben wir eine schöne weiße Fläche und können zum Beispiel mal ein Dreieck zeichnen. Dann sagt er immer, was man machen soll, wähle nacheinander alle Eckpunkte, dann erneut auf den ersten Punkt. Also ein Vieleck könnte es auch ein Fünfeck oder Sechseck sein. Wir machen mal ein Dreieck, also drei Punkte und dann wieder auf den ersten Punkt und schon ist mein Dreieck fertig. So, und das Dreieck kann ich jetzt zum Beispiel mal Achsen spiegeln. Dafür brauche ich eine Spiegelachse, also zeichne ich hier mal so eine Gerade. So, zwei Punkte braucht man für eine Gerade, jetzt ist die Gerade fertig. Und jetzt kann ich wieder meine Transformation auswählen, spiegle an Gerade. Jetzt sagt ihr mir, was ich tun soll. Wähle ein Objekt, dann eine Gerade als Spiegelachse. Naja, das Objekt, was ich spiegeln will, ist dieses Dreieck. Klick. Und die Gerade als Spiegelachse soll die hier sein. Klick. Und schon ist es gespiegelt, mein Dreieck. Und wenn ich jetzt hier oben auf meinen Mauszeiger gehe, dann kann ich nämlich zum Beispiel dieses Dreieck auch verschieben und das andere verschiebt sich mit. Ne? Also richtig, die Spiegelung wird aktiv nachvollzogen. Oder auch einen einzelnen Punkt kann ich schieben, sogar hinüber. Und das macht das GeoGebra alles mit und es nennt sogar die Punkte richtig. Ne? Habt ihr gesehen? B und B', A und A' hier außen. Also alles richtig, wie es sein soll. Das klappt richtig gut. Ich kann auch eine Punktspiegelung machen. Dafür bräuchte ich jetzt nur einen Punkt. Den setze ich mir mal hier hin. Und jetzt spiegle ich dieses Dreieck mal zeitgleich an diesem Punkt, also wieder zur Transformation, spiegle einen Punkt, wähle ein Objekt, dann den Spiegelpunkt. Okay, Objekt, Spiegelpunkt. Und schon ist da mein gespiegeltes Dreieck. Ne? Man kann die Spiegellinien fast nachvollziehen hier oder hier A zu A'. Ja, klappt alles super. Dann Verschiebungsvektor. Dazu brauche ich erstmal einen Vektor. Ne? Mal gucken, was er sagt. Wähle ein Objekt, dann den Vektor. Also ich muss erstmal einen Vektor zeichnen. Hier ist ein Vektor. Da ist ein Vektor. Dann zeichne ich mal hier so einen Vektor hin. So. Und jetzt kann ich mal verschieben. Also erstmal das Objekt, dann den Vektor. Hier ist mein Vektor, mein Verschiebungspfeil. Ja. Und jetzt kann ich wieder auf den Mauszeiger gehen. Und wenn ich meinen Vektor zum Beispiel jetzt länger mache, dann ja, wird das Dreieck auch weiter verschoben, ne? Oder wenn ich die Richtung ändere meines Pfeils, wird das Dreieck auch woanders hin verschoben. Das läuft alles ganz prima. Und natürlich auch hier, wenn ich jetzt bei meinem ersten Dreieck einen Punkt ändere, dann ändert sich hier die Punktspiegelung, es ändert sich die Achsenspiegelung und auch die Verschiebung. Schaut mal, alles ändert sich zeitgleich. Ne? Also das macht er alles mit. Gut, fehlt noch die Drehung. Da würde ich sagen, machen wir einmal alles weg, dass wir wieder viel Platz haben. Nicht speichern. So, machen uns wieder Platz. Also keine Achsen und auch kein Koordinatengitter. Und jetzt wollen wir nochmal drehen. Ist das noch da? Oder muss ich erstmal wieder auf alle laufen? Ja, ist noch da. Also ich brauche wieder ein Dreieck. Und jetzt brauchen wir natürlich einen Drehpunkt, wenn wir drehen wollen. Ein Drehzentrum. Also mache ich mal hier mein Drehzentrum. So, jetzt machen wir nochmal die Drehung. Die ist hier. Drehe um Punkt. Wähle ein Objekt, dann den Rotationspunkt, also den Drehpunkt, und gib den Drehwinkel ein. Also Objekt, Drehpunkt,
Und jetzt will er noch den Winkel, ja, 45 Grad. Und jetzt fragt er mich sogar gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn. Ach, wir nehmen mal ruhig mit dem Uhrzeigersinn. Ich bin schon so weit links, ne, dass er mal hier so rumdreht. Also im Uhrzeigersinn. Okay. Und da ist er gedreht. Ne? Jetzt kann ich sogar nachträglich noch einen Drehpunkt verändern. Mal gucken, was passiert. Aber wenn er weiter weg ist, wird die Uhr größer. Ne? Dann wandert das Dreieck weiter rum. Wenn er näher dran ist, ja, dann ja, ist das Dreieck auch dichter am ersten dran. Den Winkel kann ich jetzt, glaube ich, nachträglich nicht verändern. Das ginge auch mit Schiebereglern, aber das machen wir für heute nicht. Damit dürft ihr euch jetzt gerne mal einmal vertraut machen mit diesen vier Abbildungen, dass ihr damit klarkommt, ja, mit Achsenspiegelung, Punktspiegelung, Verschiebung. Nochmal Erinnerung, für den Verschiebung braucht ihr immer einen Vektor. Der ist hier bei Linien, der Vektor. Und zuletzt die Drehung, das ist vielleicht das Komplizierteste, ne, mit Drehpunkt und Drehwinkel. Und dann, wenn ihr euch damit vertraut gemacht habt, gibt es auch Aufgaben in unserem Mathebuch, die schreibe ich euch hier unter dieses Video, ja, exakt zu diesem Geometriesystem, zu GeoGebra, extra Aufgaben, die man mit GeoGebra bearbeiten soll. Die findet ihr im Buch, die schreibe ich euch unter dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss!